Darf jetzt gerettet werden oder nicht? Das ist die Frage. Kinderhände in Not. Und wissen Sie, was ich jetzt anspreche? Thematik Mieterhilfeverein Nürnberg. Gute Nacht. Da sagte ein Unternehmer zu mir, der mir beistand bei meinem Wasserschaden. Ja, meine Frage, du bist beim Mieterverein und hast eine Jahresgebühr bezahlt. Aber warum schreibst du den Text? Das ist komisch, oder? Dafür sind doch die da. Eigentlich ja. Dann sagt der Unternehmer, der zufällig diesen Verein kennt, Win, schau mal bitte, wenn du kündigst, weil du brauchst ihn ja nicht, ne? Wenn du selbst alles schreiben musst. Weil normalerweise der Mieterverein das vorbereitet für das Präfinale DIA mit dem entsprechenden Kooperativ Hangel den Anwalt. Vorgerichtlich. Sprich außergerichtlich. Ja. Und plötzlich bekommt man ein Inkassebüro auf den Tisch, weil ich fristgerecht gekündigt hatte. Schon heiß. Gott sei Dank habe ich mir in weiser Voraussicht den Unternehmer hinzugezogen. Als hätte ich es geahnt. Aber man muss jetzt Gelder eintreiben, ja? Weil die Mitglieder schwinden. Ich weiß, warum die Mitglieder schwinden. Weil die entsprechende Planung vor diesen sogenannten Terminen, Gerichtsterminen, fahrlässig. Ich sage fahrlässig, weil wenn ich weiß, dass ich eine Beratung vor diesem Termin benötige und dann aber sage, ja, aber die jeweilige Anwältin sei verreist oder ist nicht greifbar, weil die nur in kurzen Abständen sich zur Verfügung hält, dann stimmt etwas nicht, sage ich. Und nicht nur ich, sondern auch andere Opfer. Und schon haben wir den nächsten Skandal. Wer unzufrieden ist und den Rücken kehrt, der bekommt ins Paket gleich ein Neujahrsgeschenk von einem Inkassebüro. Schau mal an. Und das ist ein Mieterverein. Na, das wird ja interessant. Da möchte ich gerne den Stab erfahren, der hier wirkt. Guten Tag. Retten ohne Grenzen. Unterwegs für mehr Mensch. Ja, weil nämlich ich einen neuen Fall habe. Und deswegen sehen Sie auch hier die Kindeshand in rechter Position. Weil die Mutter Hilfe braucht. Aber so einen Mieterverein, den kann ich nicht empfehlen. Sehen Sie das auch so? Na klar. Guten Tag. Galakontor TV klärt auf. Und das nur für einen besseren Planeten. Sie verstehen? Man hat ja auch am Samstag gesagt, naja, wo Blaulicht ist, ist Galakom nicht weit. Stimmt. Also, liebe Mieterverein, wachen Sie auf. Entschädigen Sie den Schock, den ich dadurch erlitt, zusätzlich zu den Versäumnissen 2021. Wir haben jetzt 22, 21.02.22. Und denken Sie darüber nach, warum ich diesen Aufsager gemacht habe. Es findet noch ein Aufsager mit einem Ex-Mieterverein-Mitglied statt. Ich lasse Ihnen das gerne vorher wissen. Das macht man nicht in der Not, jemanden einfach ohne signifikante Rettung, sowohl im Regen wie auch im Schnee, weil es war Schnee, ja, sehr eisig, stehen zu lassen.
Näheres in Kürze. Guten Tag. Gala kommt an die Wiener Limits.